Hallo und willkommen zurück zu Haus Flipper. Wie ihr seht, mein Kontostand ist nicht mehr so doll. Heißt, ich war ein bisschen fleißig. Also ich habe hier in meiner Bude schon mal den Flur soweit gemacht. Das Bad habe ich noch ein bisschen verbessert. So, hier habe ich uns auch noch ein bisschen eingerichtet im Wohnzimmer mit elektrischem Kamin. Sieht schick aus. Ein paar Bilder hingehängt. Also das hier ist irgendwie ein Bug. Das habe ich jetzt schon zum vierten oder fünften Mal weggemacht. An der Küche habe ich jetzt noch nichts gemacht. Außer dem Boden. So, Schlafzimmer habe ich auch noch nichts gemacht. Außer hier so ein Ventilator dran gebaut. Klimaanlage ist dran. So, Gamingzimmer. Da hat sich ein bisschen was getan. Erstmal hier auch ein Ventilator dran gebappt. Dann hier ein Bücherregal mit ein paar Bücher. Die Gitarren dazu. Ein Aquarium und zum Zocken. Man kann es leider nicht zocken, finde ich schade. Und ein Kicker. So, wie ich schon beim letzten Mal gesehen, Aufträge kämen wir keine. Wir können jetzt nur noch die alten machen. Den einen habe ich jetzt noch auf 100% gemacht. Da habe ich die Trophäe noch gekriegt. Und ich habe mir noch ein anderes Haus schon mal gekauft. Das ist das Gourmet-Haus. Deshalb habe ich nämlich auch jetzt keine Kohle mehr. Gucken jetzt noch, was wir mit den 5000, die wir haben, noch hier in dieser Bude machen können. Und dann verkaufen wir das Haus mal und gehen dann anschließend schon mal in die neue Wohnung. Ich glaube, das Wohnzimmer mussten wir hier noch fertig machen, ne? Das Haus von außen haben wir ja fertig gemacht gehabt. Da haben wir auch zum ersten Mal eine Leiter benutzt, damit wir oben auch dran kommen. So. Genau. Hier waren wir ja fertig im Schlafzimmer. Die Küche hatten wir fertig gehabt. Kinderzimmer. Bad ist auch fertig. Genau, das Wohnzimmer müssen wir noch einrichten. Das machen wir doch jetzt mal. So, Wohnzimmer. Da brauchen wir jetzt erstmal Sofa. Lass mich mal gerade gucken. Das packen wir mal hierher. So, dann kommt hier wieder ein Fernseher hin.
Küche hin. Oh, die Familie kommt wieder ein Stück hoch. Möbel. Regale. Oh, das ist aber schön groß. Okay. Dann müssen wir den Fernseher oben drauf stellen. Schrank hinmachen. Und wir können noch was tun für die Familie. Packen wir hier noch eine Uhr hin. Oh, das kann man ein bisschen dunkler machen. So. Die Uhr. Packen wir über die Tür. So, Fernseher. Elektronische Unterhaltung. Was für eine holen wir denn für euch? Da reicht eigentlich dieser stinknormale hier. Steht zwar nicht genau gerade, aber wenn man sich hier so hinsetzt, passt es genau. So, Unterhaltung sind wir noch nicht fertig. Da stellen wir jetzt noch eine Box hin. Hier stellen wir ein bisschen Deko-Pflanzen hin. Oder was haben wir denn hier so noch? Vasen, Pokale. Machen wir dann in die Mitte, dann machen wir dann links und rechts noch Pflanzen. Das war ja zu weit. So, was hätte man da? So, dann tun wir da noch irgendwie ein Regal. Ja, doch, ein Regal würde ich sagen. So, müssen wir nochmal ins Wohnzimmer. Regale. Jetzt müssen wir gucken, dass wir eins bekommen, wo man hinhängen kann.
Ist das einer zum Hinhängen? Jetzt geht nämlich das Gesuche los. Weil das hier ist ein bisschen klein, da kann man nicht viele reinstellen. Ich habe mit so ein bisschen was Größeres gedacht. Ist aber nichts dabei zum Hängen. Das ist blöd. Warte mal, dann gucken wir mal gerade bei Büro. Da irgendwie was? Auch nicht. Schwer jetzt da was zu finden. Kinderküchen vielleicht. Nein, ist auch nichts Besonderes. Ich wollte da irgendwie was Offenes haben. Das vielleicht. Doch, das könnte man benutzen. Ah, come on. Einmal. Zweimal. So, da können wir nämlich für die Familie. Ja, dann nimmt natürlich wieder nicht alles an hier. Das ist ja jetzt blöd. Jetzt. Schaumbox für Kinder. Ich wollte halt was für die Großfamilie erstmal holen. Passt nicht rein. Ich glaube, die ganzen Kuscheltiere passen nicht rein. Die sind, glaube ich, alle zu hoch. Ah, Mist. Ich glaube, der wird zu lang sein. Ja. Dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Auch nicht rein. Verdammt. Höchstens so. Dass wieder ein bisschen, wenigstens ein bisschen was ist.
Kommt aber nichts von der Großfamilie. Schade. So, und gehen wir einmal zurück. Deko. Nee, nicht Deko. Zubehör. Hobby. Da passen also mehrere rein. Na, das sieht ja auch blöd aus. So, ich glaube, dann wären wir fertig, ne? Ah, ne, einen Schrank wollten wir noch reinstellen. Machen wir natürlich noch. Ne. Einmal für Wohnzimmer. So, dann sind wir ready, würde ich sagen. Ist zwar jetzt nicht die Großfamilie geworden, aber wenigstens ein Pärchen. Dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Wir haben es für 48.000 geholt. Ja. Und 26.000 Gewinn. Also das hat sich jetzt mal gelohnt. Familie Schelling. Verkaufen wir, gibt wieder eine Trophäe. Prokreativ. Aber wie schon beim letzten Mal gesagt, gibt es für jedes verkaufte Haus, für die verschiedensten Personen, gibt es immer eine Trophäe. Also müssen wir mal gucken, dass wir jedem was verkaufen. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gute ist halt, wir haben jetzt schon wieder so viel Kohle, 83.000, dass wir uns eventuell schon wieder ein anderes Haus holen können.
So, das ist das Gourmet-Haus, was ich noch gekauft habe offline. Wir haben noch insgesamt 17 Häuser, also wir haben noch einiges zu tun hier. Und das wird immer teurer. 402.000. So, dann kaufen wir uns doch gleich mal hier Haus mit ungebetenen Gästen. Das holen wir uns auch schon mal. Dann haben wir trotzdem noch 32.000 über, wo wir verballern können beim anderen Haus. Also jetzt läuft es langsam im Gewinn. Gut, ich werde dann offline vielleicht noch zwei, drei Aufträge machen. Gerade auch, wo man hier Wände abreißen muss und so, dass man das noch ein bisschen levelt. Oder Anbauwand zum Beispiel. Das mache ich jetzt alles offline, weil das kennen wir ja schon, die ganzen Aufträge. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir mit dem Gourmet-Haus anfangen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao.